Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge der PES 18 Trainerkarriere. In der letzten Folge, wie es hier schon steht, hat unsere Siegesserie ein Ende gehabt. Nach 8 Siegen haben wir jetzt in der letzten Folge eine Megapartie gehabt. Die ging 4:4 aus. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben beim i. Einfach mal reinklicken. Heute haben wir das Spiel einmal gegen Augsburg im DFB-Pokal und direkt danach, zwei Tage später, eben das Spiel gegen Basel, der dritte Spieltag der Champions League. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen jetzt hier in das Spiel rein gegen Augsburg und dann gucken wir einfach mal, dass wir hier eine Runde weiterkommen. Das wäre nämlich ziemlich wichtig. Hey Leute, hier ist der Mike aus dem Schnitt aus der Zukunft. Ich wollte ganz kurz sagen, bevor ihr dieses Spiel jetzt seht, zwei Sachen. Erstens, ich habe auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad höher gestellt. Ich habe schon ein bisschen vorproduziert, weil ich nächste Woche nicht da bin. Ich habe den Schwierigkeitsgrad höher gestellt und jetzt funktioniert alles tipptopp. Also ich bin jetzt wirklich eingespielt auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Allerdings in dieser Folge ist der Schwierigkeitsgrad noch unten, also eine Stufe weiter unten als in den nächsten paar Folgen. Deswegen wird das jetzt ein bisschen unrealistisch, aber das habe ich schon geschnallt und ich habe den Schwierigkeitsgrad höher gestellt und wie gesagt, ich habe auch ein bisschen mich eingespielt, also ich gewinne jetzt tatsächlich auch oder spiele wirklich sehr realistisch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, nur dass ihr Bescheid wisst. Nächste Runde im Pokal, Bayern gegen Augsburg. Wie gesagt, normal sollten wir weiterkommen, klar müssen wir dafür hart arbeiten, aber es wäre schon echt ziemlich komisch, wenn wir hier nicht weiterkommen würden. Deswegen, lass uns das Spiel gut bestreiten. Let's go. Oh, Thomas Müller mit der ersten richtig guten Chance für die Bayern. Jawohl, Thomas Müller in der 10. Minute 1:0. Er hat jetzt schon 2-3 Chancen gehabt. Wir machen Volldruck. Hier hat sich Ribéry den Ball sehr schön geholt. Ein Pass in die Mitte und ein Schuss zum 1:0. Der Bayern. Und Tor. Wieder Thomas Müller, 28. Spielminute, 2:0. Wunderbarer Kopfball. Schöner Spielzug. Hier vor allem die Flanke und der Kopfball. Das war Zucker. Klasse von Alaba. Und klasse von Thomas Müller. Und Neuer. Finn Bogason mit einer 100%igen Chance. Der hätte gut und gerne reingehen können. Den hätte er eigentlich machen müssen. Oh, guck dir den Spielzug schon wieder an. Hammer. 3:0. Robert Lewandowski. Ich hab's euch ja versprochen, Leute, dazu sage ich gleich nochmal was. Erstmal zeige ich euch hier den Spielzug. Super gemacht. Hier die Pässe, die Flanke, was auch immer. Ich hab's euch ja versprochen, dass ich jetzt in den Ferien, wenn ich ein bisschen Zeit habe, ein bisschen üb einfach. Ab und zu mal ein Spielchen mache in PES. Wenn ich irgendwie Zeit habe abends oder wann auch immer. Dann mache ich einfach mal ein Spielchen, damit ich ein bisschen besser werde und die Schwierigkeit dann höher stellen kann, so dass ich auf der besseren Schwierigkeit dann gewinne, weil auf dieser Schwierigkeit kann ich einfach nicht spielen. Ich spiele so ruhig gerade, ich spiele überhaupt nicht hektisch, voll ruhig, voll auf Ballbesitz eher und hinten hin und her passen ab und zu, so dass es wirklich nicht zum komplett unrealistischen Ergebnis kommt. Aber sobald ich dann ein, zwei gute Vorstöße nach vorne habe, aus zwei Chancen ist safe einer drin.
Und dann haben wir am Ende halt wieder irgendwie so ein voll hohes Ergebnis, weil ich vorne einfach viel besser bin als in der Abwehr, was auch immer. Guck, man sieht's auch hier wieder. Zack, 4-0. Das ist schon jetzt übertrieben und das ist erst die erste Hälfte. Wenn's mal nach vorne geht, braucht's nur 1-2 Chancen. Ich glaube, das war jetzt die erste Chance nach dem 3-0. Und schon ist es das 4-0. Hattrick von Müller. Ja, jedenfalls, wie gesagt, probiere ich einfach besser zu werden, so dass ich eben auf dem besseren Schwierigkeitsgrad, wo ich bisher immer noch verliere, das will man jetzt auch nicht mit Bayern dauernd verlieren, dass ich da einfach dann gewinne. Oder halt wenigstens, dass da relativ ausgeglichen ist. Weil das ist einfach zu übertrieben. 4-0, 60% Ballbesitz, wie gesagt, ich spiele eher ruhiger, ein bisschen Bälle hin und her, aber ja, Tore gibt es trotzdem genug. Guck dir das an! Guck dir das an! 5 Minuten gespielt! Nächster Treffer, 5-0. Ach Leute, ich kann doch auch nichts machen. Meinetwegen stelle ich den Schwierigkeitsgrad auch jetzt schon höher. Aber das ist doch auch kacke, wenn wir jetzt immer verlieren. Anfang der Saison, dies, jenes. Und wir verlieren immer, das geht doch auch nicht. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Neuer muss halten und die Nachchance. Auch nicht drin. Ich weiß nicht, was die machen. Was machen die denn? Guck dir das an, das Tor ist leer. Neuer hatte da eine gute Parade hingelegt. Das Tor ist leer und er trifft es nicht. Bumm. Ich kann doch auch nichts dafür. Mann, ich weiß, dass es mir jetzt wieder welche in die Kommentare schreiben, wie letztes Mal. Vorletztes Mal war das auf jeden Fall. Die Kommentare von der letzten Folge habe ich noch nicht gelesen, weil die letzte Folge ist noch nicht draußen für mich. Aber ich weiß, dass es mir wieder welche in die Kommentare schreiben. Stell mal einen Schwierigkeitsgrad höher, damit es nicht mehr so hart übertrieben ist. Aber wenn ich ihn höher stelle, dann ist es hart übertrieben, weil Bayern nicht gegen Augsburg im Pokal rausfliegt. Mit 3-0 oder so. Ach, ich weiß es auch nicht, Leute. Es tut mir leid. Ich meine, immerhin habe ich jetzt Ferien und kann üben, damit ich besser werde. Aber trotzdem. Es tut mir leid, echt. Keine Ahnung. Der Nächste. Fühl mich gerade schlecht, echt. Fühl mich echt schlecht gerade. So ein mieses Gefühl habe ich. Keine Ahnung. Nicht, weil ich denen jetzt so viele Tore schieße, sondern gegen euch über. Weil ich weiß, dass ihr es eher realistisch mögt. Und ich ja eigentlich auch. Und jetzt kommt hier im Pokal gegen Augsburg. In der 65. erst, in Anführungszeichen. Erst in der 65. das 7-0. Das ist noch lange nicht vorbei hier, Leute. Oh, da gibt es tatsächlich noch den Anschlusstreffer. Kajubi. Augsburg hat jetzt volle Offensive. Das kann man ja hier sehen bei PES. Das finde ich ganz chillig. Wir haben volle Offensive, wir haben hier den Ball verloren. Schlechter Pass hier von Thiago und Kajubi. Trifft zum 7-1. Deutschland-Brasilien-Fragezeichen. Lel. Also ich meine, na das ist ja das. Also ganz ehrlich, jetzt fange ich schon wieder an zu labern, aber ganz ehrlich, jetzt zum Beispiel 7-1 Brasilien-Deutschland in echt. Das war ein echtes Spiel. Also da kann man auch sagen, Brasilien ist eine mega gute Mannschaft. Und verliert da 1-7 gegen
Deutschland in der WM zu Hause quasi auch noch. Das ist auch ganz komisch. Aber ich weiß schon, dass es echt unrealistisch ist und dass es ja nicht nur dieses eine Spiel ist, sondern mehrere bei mir, die dann doch mal 5-0 oder so ausgehen. Wie gesagt, ich tue mein Bestes, dass es im Verlauf der nächsten Folgen sich auf jeden Fall einpendelt. Guck mal, der schiebt den nur da rein. Der schiebt den nur da rein. Robert Lewandowski. 80. 8:1. Das Ding könnte ja hier sogar zweistellig werden. Was ist das denn? Wechsel hier auf Seiten der Augsburger. Also Leute, ich verspreche es euch. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Alle, die jetzt noch mit zugucken, einfach mal Hashtag übertrieben in die Kommentare, damit ich sehe, der noch zuhört. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich verspreche es euch, in der nächsten Folge stelle ich den Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall höher. Also das ist jetzt echt eine Schippe zu viel. 5-0. Wenn 5-0 öfter mal kommt, da habe ich mich schon aufgelegt, aber das ist jetzt echt zu übertrieben im Pokal. 9-1 gegen Augsburg. Also das zweite Spiel der heutigen Folge lasse ich noch so auf dem Schwierigkeitsgrad, da es ein Champions League Spiel sind und die immer anders sind. Also in der Champions League, da habe ich noch nie über 3-0 gewonnen. Also es war, glaube ich, das 3-0 war das höchste Ergebnis. Das ist ja auf jeden Fall realistisch. Das Spiel lasse ich noch so auf dem Schwierigkeitsgrad, aber in der nächsten Folge, das Spiel dann gegen Hoffenheim und so, das werde ich dann auf jeden Fall auf einen Schwierigkeitsgrad höher spielen, weil das ist echt übertrieben. Vielleicht gibt es ja hier tatsächlich noch das Zweistellige jetzt. Wir passen auf Robben, denn der hat noch nicht so viele Tore. Jetzt hat er eins. Zweistellig. Unglaublich. War gar nicht mal so schön das Tor, weil ich hier noch hochgepasst habe zu Krüppelig. Aber ich wollte Robben jetzt auch mal ein Tor gönnen. Ich kann ja hier anscheinend gerade eh machen, was ich will. Die Augsburger hindern mich 0,0. Also wie gesagt, das geht jetzt auf jeden Fall zu weit. Ein 10:1. Damit hätte ich nicht gerechnet. Da muss ich den Schwierigkeitsgrad einfach höher stellen. Egal, ob wir dann verlieren oder nicht. Das geht einfach nicht. Das ist kacke. Ja, er pfeift ab. Das Tor wäre jetzt leer gewesen. Ich hätte jetzt von der Mittellinie oder so, hätte ich schon drauf buffen können. Okay. Wie gesagt, so geht das nicht weiter. Ich verspreche es euch, dass ich das auf jeden Fall ändere. Die anderen Ergebnisse: Dortmund Mainz 1:0, Köln gegen Wolfsburg 2:0, Bayern gegen Augsburg 10:1, wie gesagt, das ändere ich, das darf so nicht sein. Bremen gegen Leverkusen nach Elfmeterschießen 4:3 für Bremen, Leipzig gegen Hamburg 3:1, Eintracht Frankfurt gegen Gladbach nach Elfmeterschießen für Frankfurt 7:6, Schalke gegen Stuttgart 1:0, Hertha gegen Hoffenheim 1:0. Robben ist gesunken, was? Spielt doch eigentlich recht gut. So, jetzt haben wir das Spiel gegen Basel. Wie gesagt, ändert sich die Schwierigkeit noch nicht, aber danach gegen Hoffenheim auf jeden Fall. Das darf so nicht sein. Wie gesagt, bis zur nächsten Folge, bis ich die nächste Folge aufnehme, werde ich auf jeden Fall noch trainieren. Also was heißt trainieren? Halt einfach üben. Und danach werden wir den Schwierigkeitsgrad einfach höher stellen und dann, ja, das wird schon klappen. Ansonsten ist hier noch nichts ausgelost worden. Die nächsten Spiele müssen wahrscheinlich nur ausgelost werden irgendwann. Ja, ich würde sagen, wir starten rein gegen Basel. Let's go. So, Champions League. Bayern gegen Basel. Champions League ist immer realistischer. Ich weiß nicht warum, aber da ist der Schwierigkeitsgrad irgendwie anders. Ob das jetzt daran liegt, dass die gegnerischen Mannschaften besser sind oder woran auch immer.
Keine Ahnung. Die Champions League Hymne. Er klingt. Da Hoam, glaube ich, spielen wir in der Allianz Arena. Beim Champions League Spiel wäre ich auch gern mal dabei. Ich war ja schon ab und zu mal so im Stadion beim Bundesligaspielen, Zweitbundesligaspielen, Bundesligaspielen, was auch immer. Aber bei Champions League oder Pokal oder was, Europa League, war ich noch nie dabei. Let's go! Oh, Müller, Doppelchance drin! 1:0, Thomas Müller. Frühes Tor in der Champions League hatten wir noch nie, hier ist es. Thomas Müller, unser Captain, mein Lieblingsspieler, was auch immer. Ich habe ich erstmal nochmal rausgespielt, weil ich mir nicht ganz so sicher war. Und Müller mit der Doppelchance, einmal hält der Torwart, das zweite Mal ist er machtlos. Und Müller trifft relativ früh zum 1:0. Und Basel kommt. Zufi. Geiler Name. Ey, das war auch eine Chance. Wir haben das nicht verteidigt bekommen. Und er legt den Ball da am Tor vorbei. Halbzeit. 1:0. München-Basel. Und ganz ehrlich, Basel ist jetzt auch keine krasse Mannschaft. Also so wie ich das Spiel hier beherrsche, überhaupt nicht. 72% Ballbesitz. Aber in der Champions League ist es einfach irgendwie schwieriger. Keine Ahnung. Jawohl! Robert Lewandowski. Alter, was war das denn für ein Jubel? Hier Robben ein bisschen knapp. Alles hier, aber sie haben den Ball auf jeden Fall gut im Griff gehabt. Und Robert Lewandowski trifft zum 2:0 der Bayern. Und dann kam irgendein komischer Jubel. Keine Ahnung, was das war. Boah, nächste Chance von Robert Lewandowski. Es gibt 3 Wechsel auf Seiten der Bayern. Coman für Ribéry, Tolisso für Vidal und James Rodriguez, sorry, für Thomas Müller. Oh. Jawohl. James Rodriguez. ...3:0... für die Bayern. Absolut verdient, dass hier noch ein drittes kommt. Der einst so starke Rodriguez, der ja von Müller voll verdrängt wurde. Rodriguez hat ja die ersten paar Spiele auf der Position von Müller gespielt. Macht hier das 3:0. 3:0 Ende. Wir waren die absolut spielbestimmende Mannschaft. Hätte auch deutlich höher ausgehen können im Vergleich zu dem Augsburg-Spiel gerade eben. Wie gesagt, Champions League vollkommen realistisch. 3 Tore. Und ja, ich meine, wir waren zwar trotzdem spielbestimmend. Absolut. Durch und durch sehen wir hier nochmal. Knapp 70% Ballbesitz zu 32%. An den Pässen sieht man es auch, also Schüsse okay, 7:2 und 5:1 aufs Tor. Aber an den Pässen auch, wir haben 256 Pässe, davon nur 10 Fehlpässe. Und die Gegner haben einfach 105 Pässe, das ist ja die Hälfte, weniger als die Hälfte, als wir gespielt haben. Und haben dazu auch noch mehr Fehlpässe. Also wir waren echt die deutlich bessere Mannschaft, haben
absolut verdient mit 3-0 gewonnen. Wie gesagt, ich verspreche es euch, nächste Folge verändern wir die Schwierigkeit. Jetzt gibt es noch die Ergebnisse, also Bayern gegen Basel 3-0, Tottenham Hotspurs gegen Milan 0-1, AS Monaco gegen Spartak Moskau 4-2, Manchester United gegen Sporting 2-2, Real Madrid gegen Football Club 1-0, Liverpool gegen OGC Nice 1-1, Juventus gegen Anderlecht 4-0, Atletico Madrid gegen Ajax 2-2. Barcelona gegen Schachtar Donetsk 3-1, Dortmund gegen Porto 0-1, Benfica gegen Olympiakos Piräus 2-0, Manchester City gegen Napoli 0-1, Rotterdam gegen Praha 1-0, Paris gegen Besiktas 2-0, Chelsea gegen Kopenhagen 4-1, Rom gegen Leipzig 1-1. Gruppe A, aber es ist unsere Gruppe, sind wir mit 9 Punkten erster, Milan hinter uns mit 6 Punkten und dann Tottenham und Basel mit jeweils einem Punkt. Daran sieht man auf jeden Fall, dass es in der Champions League realistischer ist. Da haben wir zwar 9 Punkte, 3 Siege, aber eine Tordifferenz von 8. Das geht auf jeden Fall klar. Wir haben immer zu 0 gespielt, das ist auch geil. Das ist echt gut gelaufen. Wenn wir Milan besiegen, also wir haben jetzt nochmal ein Spiel gegen Basel, dann gegen Hotspurs, glaube ich, und dann erst gegen Milan. Entweder Milan verkackt eins der beiden Spiele nicht gegen uns und wir gewinnen eben beide, oder das entscheidet sich dann das Spiel um Platz 1, Bayern gegen Milan. Das werden wir dann aber noch sehen. Ansonsten hier Monaco vorne, Liverpool vorne, nicht Real Madrid tatsächlich. Juventus, Barcelona, hier, das ist die interessante Gruppe mit Dortmund, die haben 2 Punkte und wären somit Europa, in der Europa League. Das wäre ja realistisch, ne? Wir sind ja echt auch so dieses Jahr. Ansonsten kann man da jetzt noch nicht viel rauslesen, also Paris ist die einzige Gruppe neben uns mit 9 Punkten und ja. Keine Ahnung, was man dazu noch sonst so sagen kann. Wie gesagt, auf jeden Fall, Kimmich hat sich schon wieder verbessert, Alter. Das ist ja echt geil. Robben ist ja wieder gestiegen. Perfekt. Er ist wieder gesunken. Perfekt. Hä, hey, was ist das? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nächste Folge haben wir das Spiel gegen Hoffenheim. Gegen Platz 2. Das wird auch mega, mega hart. Und das Spiel gegen Mainz. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ändere ich auf jeden Fall die Schwierigkeit bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, die nächste Folge nehme ich jetzt nicht direkt morgen auf oder so. Bis zu der nächsten Aufnahme der nächsten Folge werde ich üben und dann eben die Schwierigkeit verändern. Also, wer jetzt noch bis zum kompletten Ende dran geblieben ist, also bis jetzt, der schreibt einfach mal bitte Hashtag Schwierigkeit in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, lasst mir unter, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.